Rhonda. Willkommen zu Scum. Oh Gott, wie sieht Moppy aus? Die Flicken. Das ist schon sehr erstaunlich, hä? Nähen kann er, aber wenn ich die Flicken sehe, wo hat er den Stoff dafür her? Und warum findet man hier nie Unterwäsche? Ich glaube, ich bin da einer ganz großen Sache auf der Spur. So. Was brauchen wir denn für den dünnsten Schrank? Ein Werkzeugkistchen, das haben wir nicht. Ich würde gerade sagen, Werkzeugkistchen haben wir zu Hause, aber haben wir ja nicht. Was brauchen wir denn für die Werkbank? Ein Werkzeugkistchen, haben wir nicht. Wir brauchen Schrott für die Fackel. Mein Gott, ich brauche Schrott. Und was haben wir heute vor? Gar nicht, weil es wird dunkel. Es wird der Schlafenszeit hier für unseren kleinen Mobby. Nee, der hat jetzt schon die ganze Zeit geschlafen. Wir haben hier überall 100%. Mal gucken, ob wir hier noch schnell Schrott finden, denn wir haben ja heute etwas vor. Eine Rasierklinge. Wenn sie mal die Haare schneiden, hä? Das sieht auf dem Kopf aus wie so ein Möppi. Haare schneiden. Hier war gestern ein Bär, aber der ist Löwe weggespawnt. So, jetzt gucke ich mal, ob wir hier... Also entweder, also wir brauchen... Bitte hält das, bin besonders. Das ist nicht witzig. Obwohl, ne? Es wäre diskriminierend, wenn ich über alle Witze mache, außer über die besonderen Menschen. Ich mache ja auch Witze über mich selbst, nicht wahr? So, also, wir brauchen ein Motorrad, aber mir würde ein Fahrrad besser gefallen. Aber den neuen Shit, den finde ich hier irgendwie. Ja, lenk doch mal! Jetzt bist du gegen eine Blaupause gefahren. Was ist denn das hier hinten? Ach, die Bude! Böde noch zumachen, sonst sitzen wir nachher also ja, düsselischer Bär hier drin und kackt ja rum. Oh, warte mal, eine Waffe brauchen wir ja auch mal. Ich hab ja gar nicht mit. Perfekt vorbereitet. Naja, es ist schon langsam voll. Gucke, Rucksack halt schön noch. ich hab Mobby ausgezogen hier. Das ist so unbequem, so zu schlafen. Ich weiß nicht, ob ich die Tasche hier mitnehme. Ach, da ist eh ein Magazin drin. Da kommt die Spawn-Tasche, die ist teuer. Beziehungsweise selten, die nehmen wir nicht mit. Wir nehmen nur das mit, auf was wir zur Not verzichten können, was wir schnell wiederfinden. So. Ein Schraubendreher. Schraubendreher haben wir genug. Was zum Knacken haben wir. Ein Schwert, das haben wir im Airdrop gefunden. Eine Bettrolle haben wir gefunden. Ich brauche den Helm. Denn Schutz ist wichtig. So, jetzt machen wir vorher nochmal schnelle Tests. 30 von 30. Vielleicht finde ich ja hier was suche. Ach, hier ist eine Leica, fuck you. Wie sind hier keine Puppen? Ach ja, das war die vorbereitete Leica. Den Leica macht man mein Würstchen. Jetzt gleich mal um. Mr. Tanke. Mal gucken, ob da ein Fahrrad steht. Und das ist ein mega langer Weg zurück. Tschüss, Motorrad. Die Leica ist schneller als das Motorrad, deswegen. Ja, cool, wenn ich ein Fahrrad finde, wenn ich das hier reinladen könnte, ne? Aber nee. Oder vielleicht geht's ja? Ja, nee. Du kannst ja 30 Baumstämme, du kannst ja 5 Bäume kannst du hier reinlagern, hä? Aber ein Fahrrad? Nee, dafür ist kein Platz. Das ist ja albern. Die Logikfee, hä? Wie die Bambus gerucht hat. Das ist deine Scheißchen. Ich habe keinen Bock hier durch die ganze Stadt zu rödeln hier und zu gucken, hä? Fahrrad, Fahrrad, Fahrrad. Ich kann ja überall sehen. Weg, Narren! Ich bin mit dem Mr. Bean-Mobil unterwegs. So, jetzt müssen wir aufpassen. Das hat in der letzten Folge ja schon ein bisschen für mündliche Stimmung gesorgt. Zum Glück haben wir keine Türen drin, hä? Sonst braucht Mobby ja so Schleudersitz. So, da ist doch schon Pupili-Pup. Da ist doch ein Puppi. Und da ist Mobby, der eine Brille braucht. Und
Oh, da können sie aber. Ach du Kacke. Guck dir das an, ich hab auf den Opa gezielt und den komischen anderen Clown getroffen. Skill. Man nennt mich so Fischauge. Das war's doch noch nicht. Das ist doch für eine Handvoll Puppen. Da am Boom ist doch immer einer. Das war das hier? Wo hab ich denn das Fahrrad gehabt? Ich weiß es nicht. Ich bin raus. Umfahren kann ich ja auch gehen, da muss ich wieder aussteigen, ganz umständlich. Stell dir die Karre hier an. Ja, jetzt ist aber da so ein Begrüßungsmops. Oh! Oh! Wo kommt denn die her? Da war doch gerade nur eine! Das ist wie die Kelly Family, hä? Siehst du eh, da vermehren die es. So viel kannst du gar nicht gucken. Ich wollte bloß auf Fahrrad gucken. Ich hab doch keine Ansprüche. Ja, das Fahrrad ist weg, jetzt steht ein Motorrad hier. Ich will kein Motorrad, ich brauche ein Fahrrad. Du Klapser. Warte mal, ist das voll? Das könnte ich ja auch verkaufen. Damit komme ich vielleicht sogar besser zum Händler. Jetzt fahren wir das mit der Karre. Die andere lasst stehen, ich später ab. Tschüss. Wo ist das Fahrrad hin? Da kommt ja irgendwo auf der Insel, fährt die Puppe rum, hä? So eine dicke Uschi fährt auf dem Fahrrad rum, das hat schon eine Platten, fährt nur noch auf der Felge. Tschüss, ihr Penner. Ich sehe gar nicht hier, zeig mal den Lenker hier. Ich weiß gar nicht, wo ich hinlenke. Die Steuerung, hä? Guck dir das an! Ich muss durchziehen. Ich hab die Tierfeber her, ich hab mir gerade alle platt gemacht. Hui! So, da sind wir. Also oben zumindest. Jetzt müssen wir hier oben aufpassen. Da sind wieder viele Schnuckis. Ja, jetzt bin ich wieder trocken. Magisan. Jetzt sehe ich den wieder nicht. Jetzt ein Scope. Ha! Gotcha! Du Bitch. Da ist immer noch einer, der einen Knallen gehört hat. Oh, jetzt, warte, bei mir knallt auch gleich. Na, na. Ich bin der Knaller, hä? Aber es hat irgendwie nicht gereicht. Na, ich hab mir irgendwie mehr versprochen, was ist das? Oh! Kam noch einer hinter dem Container vorgerutscht. Oh, jetzt ein Scope. Ja. Also, ich hab's ja nicht so mit der Sichtweite und so. Na, hüpp doch mal hoch, Möppi! Da kann ich mich festhalten, hä? Es trägt die Lotion auf. So, Moment. Ach so, jetzt war ich wieder die Flagge. Oh, das ist gleich weiß, hä? Ich glaube, der Winkel ist ganz schön abenteuerlich. Auch sonst kann ich mich intelligent ausdrücken. Nee.
wird's nicht. Komm mal, nein, hier. Oh, wenn ich ins Wasser falle, ist natürlich scheiße, ne? Shit, here we go again. Nicht! Wieso? Wieso? Wieso ist er vom Motorrad abgebracht? Hätte er schon mal angeschnallt? Scheiße! Meine AKS, die ist 100% weg. Das Motorrad hat sich bestimmt auf den Weg runter gesagt, ne? Also so ihr Fettfleck, ne. Oh ne, jetzt muss ich wieder dorthin. Was ist denn dort? Die AKS wird da 100% weg sein, hä? Da ist der Lootflop. Na schön. Ja, das hätte... Das dachte ich, dass es ein bisschen besser läuft. Aber... Ich hätte ich jetzt einen Fallschirm mitgehabt, ich hätte den noch ziehen können. Das war ja eigentlich so mal ein Experiment, was ich mal vorhatte. Runter zu springen und dann einen Fallschirm. Das hätte voll funktioniert. Naja, das ist... Kann man ja ein anderes Mal machen, aber jetzt... Jetzt machen wir uns so einen Steinachskopf. Ich bin mit dem Wetter kaputt. What's up? Oh mein Gott. Gosse. Meine Gusche. Ey, aber guck mal. Im Baumwollhoodie, da hast du viel mehr Platz drin, hä? Warum nicht immer so? Ich will mehr Platz haben. Auch im Süden. So, jetzt brauchen wir wieder Busch. Ja, jetzt gibt's ja wieder nicht genug. Ach, da vorne gibt's genug Büsche. Was ist jetzt könnte Bär? Das wäre jetzt auch nicht das erste Mal. Wir müssen irgendwie, wir müssen jetzt wieder rüber. Und wenn jetzt hier wieder Puppen sind, ja was dann? Also, nee, das wird doch nicht. Ich muss hier aber rüber. Zur Not muss ich schwimmen. Ich meine, noch kann der Charakter nicht krank werden, aber das soll ja auch noch reinkommen, dass er sich hier husten, schnüpfen und so weiter, ne? Noch passiert nicht, aber er kann erfrieren. Aber, da gibt's ja auch wieder einen Plan, Feuer machen. Das kriegt der Mensch ja schon vor der, seit der Steinzeit hin oder sofort davor sogar schon. Da müssen wir uns sonst ein Feuer schon machen, wenn wir zu sehr frieren. Weil, wenn jetzt hier ein Haufen Sprengpuppis sind, bei eine würde schon reichen. Da vorne hat man ja auch gesehen, also mit dem Gewehr ist das ja kein Thema, die wegzuranzen. Und auf der Seite runter zu gehen, ne, das wird nicht. Ich muss auf die andere Seite, da komme ich runter. Irgendwie. Man munkelt. Ach, Mabi! Mensch, jetzt muss ich ohne Pause machen. Oh, hab ich jetzt drauf gedrückt? Wir werden es nie erfahren. Oder warte mal, wenn ich mich hier runterstelle irgendwie, da fängt er da auch an zu ticken, hä? Wenn hier einer ist. Ich muss erstmal die Lage checken, das nützt ja alles nicht. Zum Glück sind wir ja gut getarnt mit unserem orangen Scheiß. Die dürfen mich jetzt eigentlich gar nicht angreifen, ne? Ich bin Bambi. Oh, ich sehe da hinten schon wieder was. Da steht doch schon wieder so eine dumme Kuh. Zwei, drei, vier, fünf. Wie komme ich da rüber? Ne. Ich kann ja springen. Ich könnte mir jetzt natürlich noch einen Fallschirm kaufen. Wieder zurücklaufen, mir einen Fallschirm kaufen und hier runterspringen. Anders sehe ich ja keine Möglichkeit. Oder auf das Dach springen. Aber dann, was dann? Soll ich die Töte grinsen oder was? Ich müsste vielleicht Einzeln herlocken. Das sind zu viele Puppies. Oh, die hat mich gehört, die blöde Kuh. Und jetzt kommt die alle an.
Die sind mindestens 50 Meter weg. Es läuft. Zum Glück war es Spulung. Sonst Angst, Bibi und so. So, ich sehe jetzt noch zwei, aber das hilft nicht. Kann sofort hier so Sprenger um die Ecke gehüpft kommen. Hier liegt dann noch Schrott im Auto, ich kann das nicht werfen. Der ist zu blöd, um Schrott zu werfen. Zwei Puppi? Vielleicht ist da hinten dann noch ein Sprenger. Komm hier, du Baubude! Ja, ja, komm, kräh nicht so rum. Das gibt's gleich vor den Sack. Gibt's sowieso. Ja, komm mal her, mein kleiner Kumpel hier. Ja. Ja. Ich war mal Physiotherapeut. Nee, Mobby war mal Ponyreiter. Seine Eltern waren arm. Er konnte sich keine guten Computerspiele leisten. Er hatte nicht so großzügige Spender wie ich. Und deswegen gab es nur Geld für billige Drecksspiele. Zum Beispiel Isabel Werts Reitergedöns. Jetzt muss ich gucken. Wert. Reithose. Reit. Bums. PC. ...2007... Isabel Wert Reitsport. Ja, genau. Das hatte, gucke mal, 1999, ja? Die ist auch schlecht gealtert. Also wäre die ein Pferd, hä? Man würde die schon längst in Lasagne verarbeiten. Abdeckern so. Wisst ihr, meine Krankenkarte? Also, das ist richtig witzig. Mit meiner Krankenkarte schiebe ich mir den Tabak hier auf meinem Tisch zurecht. Moment. Ach, hier brennt ja eine Kippe. Meine Lampe. Die Lampe. Und da geht der Greenscreen gleich kaputt hier. So, verschaffen wir uns mal Überblick. Hier bin ich mal drüber gesprungen oder wollte hier runterspringen. Der ist aber automatisch auf das Geländer gelatscht und runtergesprungen. Zum Glück war das genau der Tag, wo ich die Paraschnute, also wo die Fallschirme rauskamen und ich das dann hier gleich ausprobiert habe. Der ist automatisch runtergesprungen, deswegen, nee, ich benutze das nicht. So, ein Puppi. Oh, komm her, meine kleine geile Milf. Hui, hui. Hör auf, ich hab nicht zu verbinden, du blöde Sau. Ach, guck, wie sie kuscheln will. Ja, der ist auch kalt, ne? Macht ja Göpp. Tschüss. Aber wenn man wie kalt ist, da kannst du doch so eine dicke aufschneiden, hä, und sich dann in ihren Bauch legen, hä, wie so bei Star Wars, hat die Towntowns. Ich hab keinen Plan, wo der runtergeklatscht ist. Aber ich muss hier runter. Nützt ja alles nicht. Da, oh, also, wenn ich meinen Rucksack finde, das würde mir schon reichen. Aber ich glaube, meine Waffen sind weg. Die kann ich vergessen. Die spawnen neuerdings. 37%, Junge! Er will es eben genauso authentisch machen wie vorher, ne? Ich hatte vorhin auch nicht so viel Energie, also will ich jetzt auch nicht so viel haben. Ja, Humpelchen. Was machst du, die Springanimation, wenn du dann, ne? Wie komm ich denn jetzt hier runter? Löwen, hä? Mit Springen hast du es ja nicht so, Mobby, hä? Ja, Hunde sind ein bisschen, Hunde sind beim Springen doof. Das siehst du auch in jeder Pancho oder sowas, wenn Hunde versuchen erstmal hochzuspringen, die landen auf dem Arsch. Die können das nicht. Die sind zu doof dafür. Das ist einfach so. Die versuchen's, ne? Sie sind bemüht. Kätzchen nicht. Aber ich kann den ja nicht Cat nennen. Sam und Cat. Jetzt liegen wir auch wieder bloß faul im Dreck. Auf diesem verpixelten Scheiß hier. Unreal Engine 4. Obwohl, ne, 2K-Texturen sind auch mit einer Unreal Engine 4
Möglich. Aber ich glaube, da geht das Game komplett in die Knie. Das Doofe ist, dass Moppy nur eine Konstitution von 2,1 hat. Das heißt, er heilt sich langsamer. Aber guck dir das an. Sprinttempo 25,2 km/h kann der laufen. Bei 110 Kilo. Fast. Das ist Quatsch. Das ist richtig Drama Queen, hä? Oh, guck da, der Mond. Ob wir es noch bis zum Sonnenuntergang schaffen? Vor der ersten Zeit. Ha. Das schaffst du nicht, Mobby, hä? Dazu bist du noch nicht bereit. Vom 3 Meter Türmchen zu springen. Der ist so angepisst. Wieso macht er keine Spuren im Schnee? Jetzt ist es ihm kalt. Jetzt ist ja kein Busch, wo ich Feuer machen kann. Der merkt aber auch lange rum. Kältegefühl, Schmerz. Die Körpertemperatur ist auf 36,2, aber wir kommen ja gleich runter. Das ist ja nicht das Problem. Runter kommen wir alle, ne? Das hat man ja gesehen. Geht effektiv. Uns werden hundertprozentig die Bots erwischen. Und gucke mal, Hunger kriegt man ja auch bald. Mobby hat ja schon seit 10 Minuten nicht mehr gegessen. Hier sind nur keine Felsvorsprünge, wo ich den runterschubsen kann. Ja doch schon, aber die sind zu hoch. Meine Sachen. Das ist so belastend hier. Komm, die C1s noch hier weg. Was ist denn das überhaupt für eine? Der tut sich bei mir irgendwie immer den rechten Fuß verknacksen, hä? Verknacksen vor allen Dingen. Wovor mit dem Motorrad runter ist, hat er sich dezent verknackst. Kältegefühl, Schmerz. Das ist schon wieder Mimimi. Komm jetzt gleich können wir wieder rennen. Isabel, wer hat Reitsport? Och, wir machen es aber spannend. What? Jetzt will ich drum die halbe Insel rumlöfen, damit er runterkommt. Oh, bis dahin sind unsere Klamotten weggespawnt. Das ist doch hier wieder was. Nee, oder? Der rutscht doch hier runter. Runterrutschen. Ja, wenn er runterrutschen wird, da brauchst du nur auf den Arsch zu setzen, runterrutschen. Nee, der hüpft runter. Ja, das wird ja hier nicht flacher. Also, Almöhi wird nicht aus dir. Kleine Bergziege. Wenn wir jetzt nicht hier wieder hochkommen, dann sind wir weiter, ne? Wie gesagt, runter können wir, irgendwie. In welchem Zustand, das ist erstmal eine andere Geschichte. Wie der runterhumpelt, lol. Komisch, dass er mit Bergstiefeln genauso doof rumläuft, ne? Da hat er auch genauso wenig Halt. Da sagt er sich, ne, jetzt ist es mir zu steil, ich spring jetzt einfach mal. Ja logisch, macht da ja jeder, ne? Ja, Reinhold Messner, ne? Mount Everest. Das ist mir zu steil. Hup! Wer kennt's nicht? Dieser Realismus ist ja fast schon gruselig. Das wird nicht besser, hä? Meine Füße tun weh. Kältegefühl, Schmerz. Entscheide dich doch mal. Na, bei mir gibt's keine halben Sachen, hä? Da gibt's voll, ja, die ganze Kante. Guck, ja, kennst du doch hin. Nee. Ja, jetzt hängen wir ja fest, oder was? Also, ich glaube, wenn ich den normalen Weg gegangen wäre, wäre ich schneller unten gewesen als jetzt, ja. Komm, Mobby, wir müssen wieder hoch, es nützt ja nicht. Wir müssen das anders machen. Ja, ist doch aber der Weg, der hier runter geht, wo ist denn der? Da irgendwie, hä? Oder? Nee, das ist öblöse Felsvorsprung.
Ja, ist doch ein Weg, wir sind doch hier vorne hier hochgefahren. Was ist das für ein Scheiß? Ist der Weg despawned? Mensch, ich will meine Klamotten haben! Meh! Oh, pass auf jetzt, der kommt nicht mehr hoch hier, hä? Dann stellt sich die Gegenfrage, wie kommen wir runter? Weil hoch kommen wir nicht, runter kommen wir nicht. Ah, das ist doch so arschhoch. Frischer Klappspaten. Da hat doch schon mindestens 20 Liter Blut verloren, hör doch auf. Da, ein Dreieck. Mann! Wieso blutet der überhaupt? So Käse. Oh Mann! Ich glaube, er hat Humpeln aufgegeben, das bringt ihm nicht mehr. Durch die Scheiß, durch den Pixelbrei hast du so eine schlechte Sicht hier. Hier könnte er mit seinem Arsch ganz geschmeidig runterrutschen. Aber nee. Oh, wie eine Marionette. Mayonette. Gibt's so eine Ketchup-Nette? Eine fette Nette. So, wieder. Ja, super. Wird doch so ein Scheiß hier. Mensch, wo ist denn mein Sack? Voller Ruck. Ich weiß nicht mehr, wie es hier runterging. Ja, da ist ein Felsvorsprung. Aber ich glaube, den verpasst ich wieder. Das wird doch wieder nicht, ja. Das wird doch zu steil. Für die kleine Raupe. Scheiße, Jan. Na, sag mal. Ich komme hier nicht mehr hoch. Der kann ja nicht klettern. Ich bin gefangen. Jetzt nützt er nicht. Wir kommen jetzt nicht runter. Der nächste Felsvorsprung, der ist über 100 Meter runter. Alter. Das war eine scheiß Idee, Junge. Ist über zu steil. Da fällt er komplett runter. Dahin will ich, wo es grüne ist. Ich glaube, die Insel beugt sich schon langsam nach links, hä? Ja, jetzt müssen wir wieder warten, bis wir einigermaßen hergestellt sind. Naja. Ich glaube, ja. Ich glaube, mein Gelumpe, das hat schon Schimmel angesetzt, bis ich unten bin, hä? Unglaublich. Guck dir das an, wo das Bein ist. Wie der Ötzi. Und immer die Füße. Kannst du nicht mal versuchen, auf den Kopf zu landen? Da können wir das tauschen. Kopf landen und der Kopf erholt sich. In der Zwischenzeit knacken wir uns wieder die Beine weg. Dann sind die Beine, ne? Dickdarm null. Da hat man nicht mal mehr Angst, Kackerganner machen. Wozu auch? Ist da ein Boot? Da ist ein Boot! Ja, schön. Und? Was haben wir denn noch so? Ja, Sightseeing, da sind Bots. Vor allem meine ganzen Schraubendreher sind drin. Ich muss dann hier irgendwo dahinter kommen, an das Häuschen. Und da kommen ja die Botsklobe nicht hin. Und dort hinten muss irgendwo... Ja, da... Mobbys Gelumpe liegen. Wir müssen halt nur so ein bisschen rummoppeln. 45%.
I was her, she was me. We were one, we were free. And if there's somebody calling me on, she's the one. So, Mobby. Das ist aber echt kacke hoch, ja, oder? Ich sehe es ähnlich, ja. Tschüss. Ja, jetzt geht das Schöne wieder los. Ich fliege. Jetzt ist gut, ja. Jetzt humpeln wir bis zum bitteren Ende. Das ist ein Gejammer hier. Jetzt ist Schluss. Ja, ja, komm. Wir müssen ja mal hier zum Garner kommen. Jetzt ist Ruhe hier. Das sieht ja nicht aus wie Schnee, das sieht aus wie ein Vögelschiss. Aber was für einer, hä? Das ist ja Dünnschiss. Also das war schon ganz nach Quatsche, manifestiert sich hier als weiße Scheiße am Felsen. Oh, warte mal, Bild. Ach nee, es ist ein Stein. Kann man ja mal verwechseln als Stadtkind, hä? Steinpilz und so. Ja, Mobby, du musst mal lernen, dich abzurollen, hä? Bist du so ein Rollmops? Das nächste Mal fahr ich mit dem Mobby-Mobil runter, ja. Mobby, das ziehen wir jetzt durch. Du hast Hunger, ja. Wir müssen jetzt bloß aufpassen, weil jetzt kommen wir so langsam in den Bereich, wo der Bot uns sehen kann. Beziehungsweise die Bots. Und ich muss mir sowieso erstmal einen Überblick verschaffen, wie hier unten die Puppi-Situation ist. Und ich sehe schon. Ich sehe gar nichts an Puppis. Das bedeutet, es sind massig Puppis hier. Naja. Ich bin doch weich hier, ich bin doch bescheuert. Ich sehe das doch. Ich ahne das doch. Als ob's, hier gab es noch nie einen Tag, wo keine Puppis waren. Oh, warte mal, sind das nicht die Kieferntapfen, die man fressen kann? Nee, aber ich kann den Baum fällen. Wir sind überall hier, hier hängt da irgendwo eine Krütze am Baum. Er könnte sich doch eigentlich auch mit dem Stock eine Krücke machen. Aber was weiß ich schon. Das schlimmste Problem ist im Augenblick, laut dieser kleinen Figur da drüben, mein Finger ist ab, der Hunger. Das ist sein Ding. Das, also, ne, das ist Mobby halt, ne. Der fällt ja hier vom Fleisch, vom Felsen, von allem. Vom Glauben fällt er auch ab. Ich bin ja schlussendlich Gott. Ich steuere ihn. Ein freier Wille wurde ihm nicht geschenkt. Ne? Wenn ich ihn jetzt loslasse, steht er da. Bis er dann an Einsamkeit verstirbt. So. Es wäre natürlich schön, wenn ich hier mein Gelumpo mal sehen würde. Es wird nachher eh nochmal Aua geben hier. Weil du kommst ja nicht... Hier ist kein Treppenlift und so. Komisch, landen tut er wie eine Eins. Aber dann, ne? Aua, aua. Da ist doch schon was. Da brennt was. Da brennt das Motorrad. Da ist das Motorrad. Hör, das ist kaputt gegangen. Digga, es hat keinen Schaden. Na, scheiß Schnatz. Oh nee, das ist ja wieder so mega fucking... Oh nee. Da verreckt er wieder. Steht jetzt hier runter, schicke. Nee, hier war das nicht. Ach, da kann er wieder nicht springen. Meine Fresse. Da hältst du aber auch nicht fest an den Felsen, hä? Da, den kannst du den Arm abschneiden. Also jetzt ist er Drama Queen. Ich hatte ja eigentlich vor, auf das Dach zu springen mit dem Motorrad, aber dann wäre das Motorrad ja übelst kaputt gegangen. Wie bin ich denn hier runtergekommen? Also vorhin ja, das weiß ich, aber vorher. Also. Warte mal. Nee, wenn der humpelt, wird das nicht. Mein Mäuschen hier, das wird nicht. Wir müssen dann schnell sein, Bot und so. So, jetzt bleibst du mal hier liegen. Immerhin, ihm ist es nicht kalt. Guck dir an, was der für einen kleinen Marken hat. Das halte ich für ein Gerücht. Hier, das alles ist Marken. Das ist alles Mobby-Marken. So. Das Blöde ist, wenn der sich jetzt erholt, ich muss den komplett
erholen lassen, weil wenn der dann runterspringt, wird er es bestimmt wieder verletzen und wenn er dann humpelt, kann ich mich vor dem Bot abhauen. Why is this so complicated? Heal schneller, you moppy man. Oh, I will crush you with my bare hands in my pockets and so on. Please take your exercise books and open it at page 12. Die Heilungsrate ist echt unter aller Sau. Guck dir die Grafik von dem Felsen hier an. Ne. Ich dachte, hier meine Kamera, hier meine Webcam hat eine scheiß Auflösung, aber das spottet ja jeder Beschreibung. Unglaublich. Sowas unterstütze ich doch nicht mit noch einem Supporter-Pack. Wir müssen erstmal gucken, wo wir hier günstigerweise runterfallen können. Ups, aber nicht hier. Wannabot kommt. Ich will mein Gelümpe. Das Motorrad brennt gar nicht mehr. Da weiß ich doch nicht, wo ich hin muss. Jetzt ist die Zeit. Ach, da unten ist es. Die Zeit gekommen. Könnt, dreht euch rum, ihr Hackfressen. Und los geht's. Komm, Mopi. Hui. Spute dich! Ja, das nützt jetzt nicht. Ups! LOL! Rutschfaktor macht's. So, jetzt pass auf. Da ist was! Ja, genau dort, wo der Bot lang kommt. Da lag hier nicht was. Aber Vorsicht! It's cool, man! Ja. Am Arschloch zuckt der Zipfel. Turn around! Na 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 na. Turn around! Oh, meine Pistole. Ja, und der Rest? Ist das alles? Mein Rucksack. Mein ganzer Scheiß. Das ist alles. Wo ist denn der andere Scheiß? Mein Rucksack, mein ganzer Stuff. Ich hab noch 12 Schuss. Gut eingepackt, Keule. Oh. Mensch, nimm doch mal die Birne weg, Möppi. Ja, das ist ein Scheiß. Wisst ihr, wie lange das dauert, um dir so einen beschissenen Rucksack zu kriegen? Könnt schlicken, bis ich bunt bin? Mein Gelumpe. Ja, ich fahr noch, hä? Die Waffen sind alle weg. Oh, das andere ist ja da. Eine Waffe noch, der Rest ist weg. Wo ist jetzt der Idi? Hui. Jetzt ist alles weg. Bis auf die Pistole. Und meine Leiche ist ja auch nicht da. Wo läuft denn die rum? Der hat bestimmt mein Gelump geklaut, hä? Die Möppi-Leiche. Möppi so. Ja, Scheißchen, ich habe Durst. Wenigstens sind hier keine Puppis. Vielleicht finden wir auf dem Dach einen Rucksack. Die Klamotten, na scheiß auf die Klamotten, aber... Mein AKS! Die Magazine, die Verbände.
Das war ein hoher Preis, den wir zahlen mussten, Mobilein. Ein hoher Preis. Ja, die Lootfee, hä? Jetzt zeigt sie ihr wahres Antlitz. In M9 Magazin. Die Pistole dazu, die kann ich mir dann irgendwo basteln, oder wie? Mann! Und wenn ich an die Schränke nicht rankomme, drinnen, ist das natürlich auch nicht so geil. Der Pott. Ja, jetzt kommt der Pott hier. Mann! Immerhin, ein Boot steht da. Was auch immer ich dann mit der Info anfangen soll. Damit komme ich ja höchstens zu dem Dorf. Ja, und dann? Ja, für die Hunter. Das hat schon dazu geschissen mit Munition, aber Waffen? Nö, ein Schwert oder sowas wenigstens. Und ich muss ja hier auch erstmal runterkommen. Ein Soldat! Hier kommt ihr Skalt. Hast du hier was drinne? Nö. Nee. Warte mal zum Verbinden, doch. Mann! 9 mm Mummeln wären schön. Aber Leute gewinnen ja auch. Was will ich mit der Knarre? Du findest Munition? Für Waffen, die nicht da sind, findest Waffen, für die Munition fehlt. Oh, nein, nein, nein. Und schon bin ich befriedfischt. Dann werden wir hier gleich mal das M9 Magazin aufmummeln. Ah, dass da wirklich alles weg ist, hä? Guck dir diese Schuhe an, die haben es eh bald hinter sich. Meine Füße sind weg. Der einzige Schuh, wo hier den Söhne nicht durchguckt, der Fuß hier und so. Wenigstens können wir uns jetzt mal wieder zur Wehr setzen, ne? Ein bisschen. Aber das hilft ja nicht. Rucksack, das ist so der Bums. Das ist generell immer der Bums. Das ist hier wie ein Neustart. Ui, das war knapp. Das sieht eben nämlich da oben. Da unten. Oben, unten, heute geht alles den Bach runter. Und eine Lampe. Ja, immer wenn ich Sachen mache, wo man dann sagt, da ist ja nicht ganz helle, kommt eine Lampe. Ja, die Lootfee, hä? Eine richtige Arschlochprinzessin ist das. So, ist hier unten auch schon wieder Viehzeug? Ist mir auch scheißegal. Mobby, wir müssen weg. Der ist schon wieder am Verhungern. Oh Gott, von da irgendwas drunter geklatscht. Was heißt fast? Wo ist mein Rucksack hin? Das war zu weit. Was hat ein Mobby eigentlich so Schlimmes verbrochen, dass er sowas durchmachen muss, hä? Aber gut, es gibt Leute, die haben gar nichts verbrochen und müssen trotzdem durch die Hölle gehen, hä? Jaja. Ja, das sieht ein bisschen komisch aus, hä? Als ob der Dreck schon Hals hat. Und irgendwie guckt ja was durch, naja. Ich bin Mr. Löchrische Jogginghose, da guckt auch öfters mal was durch. Wenn jetzt der Sprenger um die Ecke gehupt kommt. Welchen Zustand hat denn die Knarre überhaupt hier? Ich will. Ach, 93. Komisch, die Knarre ist völlig unversehrt. Die Kisten. Hör doch mal auf damit! Wieso, was willst du nur? Ich hab keinen Carbonhunter hier. Da lässt sich sein, ne? Noch mehr Carbon Hunter Muni. Was plägst du da draußen rum, Mann? Du bist unwichtig. Mobby ist wichtig. You are my sunshine, my Mobby sunshine. Oh, jetzt kommt gleich wieder Besuch, hier der Bot. Ja, jetzt gehe ich jetzt nochmal in die Hütte rein,
Da drinnen liegen vielleicht 5 oder 6 Rucksäcke drin. Mindestens. Oder gar nicht. Und es gibt wieder nur in die Fresse. Das ist dann wahrscheinlicher. Ah, ich habe meinen Monitor ein bisschen runtergestellt, deswegen. Ja, ja, das macht wieder Mucken. Wenn, weißt du, wenn ich nicht hingucke, das sehe ich dann immer erst im Video. Na, wie dunkel soll ich das hier noch machen? Ah, das ist so ein Rotz hier, ey. Was ist denn das jetzt hier? Okay. Jetzt muss ich das hier aber auch noch. Oh, Moment. Na, was ist denn das? Zu hell oder was, du Vogel? Was ist denn das für ein Geblinkel da oben? Ah, ich hasse solche Kameras. Jetzt ist hier wieder... Oh, nee! Ich brauche normalerweise immer mindestens 5 Stunden, bis ich das eingestellt habe. Und dann tue ich mal den Monitor 3 cm weiter nach unten und schon ist ja alles im Arsch. Weißt du, OBS, lecke mich langsamer, aber kreuzweise. Was willst denn du? Ja, machst das so, dass es irgendwo verkehrt. Farbe auswählen. Deine Mutti wähle ich aus. Ja, ich habe jetzt keinen Bock, mich jetzt auch noch eine Stunde herzusetzen, das richtig einzustellen. Das war doch voll... Diese automatische Krütze hier immer. Das ist doch immer noch Krütze. Filter! Willkommen beim OBS-Tutorial. Wie stelle ich den Scheiß richtig ein? Gar nicht. Das ist zu helle? Oder ist es vielleicht eine falsche Farbe? Muss ja alles irgendwie gleich aussehen, der Scheißdreck hier. Ich muss mir vielleicht noch 10 Lampen kaufen. Darauf wird's hinauslaufen. Ach, leck mich am Arsch. Wo guckst denn du hin? Wo sind wir denn? Da. Ich hasse Kameras, die das alles von selber immer einstellen, über der Helligkeit und so, hä? Die kriegen das eh nie geschissen. Aber das ist ja den Herstellern scheißegal. Was, deine Fresse ist so dunkel, da überbelichten wir es einfach mal. Es müsste spezielle Greenscreen-Kameras geben, oder Bluescreen, oder wie auch immer. Wahrscheinlich gibt's die auch, die kosten so viel wie ein Kleinwagen. Sag mal, wird das schon wieder dunkel? Ich hab da vorhin auch guten Morgen gemacht. Oder wie lange spiele ich ja schon? Was sage du? Oh, die schnelle Kuh wieder. Hups. Oh, die ist hoch, die cheatet, die Sau. Was hast du davon? Admin-Schlösser. Ach so, ich habe ja noch den Gott-Modus. Den müssen wir ausmachen. Den müssen wir ausmachen. Ich bescheiß ja hier nicht. So weit kommt's noch, ja. Wollte ich mich ja schämen. Ich laufe jetzt bloß oben lang, um dir die Puppis hier unten liegen aufzuwecken. Oder hier oben. Oh, ja, jetzt! Jetzt! Oh, da unten ist ein Tittenhalter. Oh! Jetzt hab ich aber hier dentalen Einblicke bekommen. Ja, toll! Jetzt finde ich hier eine Werkzeugkiste. Ich brauche für meine Bude Werkzeugkisten. Das ist doch hier die Lootfee, die fickt mich doch. Die fickt mich! Aber richtig mit dem Holzspeer. Splittriger. Mundschutz. Alter. Eine Nadel. Lege das weg, Mobby. Ich weiß, du bist nicht dran schuld, aber ich schwöre dir. Ich hau dir ins Maul. Ich wär guter Papa, hä? Mein Leben ist scheiße, also. Muss das Kind drunter leiden. Nee, das wird's natürlich nicht machen. Die nutzloseste Scheiße. Wieso ist hier eigentlich noch kein Schlagring drin? Ja, das ist Quatsch hier. Kein Schlagring. Was ist das für ein Spot? Schrott. Ja, genau. So sieht das aus. Schrott.
Gott. Oh, guck mal, Mobby, was zu essen. Im Müll. Leck mich ein Käfig. Das ist auch nie zufrieden, hä? Na, zum Götzen reicht's nicht. Hätte doch Geizbehälz drin. You are my Mobby, my sunshine Mobby. Eine Arbeitshose. Und ich kann das nicht nähen, aber hier war doch eine Nadel. Die bringt mir aber auch nicht. Deswegen ist er mit dem albernen Messer. Ja, das war schon in 5 Minuten. Hör nochmal, ich brauche ein Messer. Eine Arbeitshose. Die ist schöner. Die ist kaputter. Fädchen? Wieso? Guck mal, das Gummiband, damit könntest du auch irgendwie einen Gürtel machen oder sowas, hä? Oder hier, Klebeband, ne? Warum eigentlich? Wozu Gürtel? Mir rutscht doch nicht in der Hose. Was quatsch ich für Scheiß rum? Komm, setz den Hut auf. Wir laufen da. Ne, wir haben ja schon eine Mütze. Ich wollte gerade sagen, wir laufen jetzt mal wie ein Clown rum. Das macht ja ein Köln auch nicht mehr fett, hä? Wir lappen. Obwohl, wir sind vorhin auch ohne Lappen klargekommen. Ey, Bolzen. Brauchen wir überhaupt welche? Ich weiß es nicht mehr. Nee, Reparaturkistchen! Vielleicht passt das in meine Höschen. Ach du Scheiße. Mobby, mein armer Klubby. Na komm her, hier, du düssische Kiste. Ja, ja, klar, weil da unten das kleine Ding kaputt ist. Das dafür hat sich der Tod gelohnt, hä? Eine Werkzeugkiste. Das ist da. Fette Shit hier. Haben wir jetzt? Ach, scheißegal, ja. Rucksack. Diese Quarktaschenhalter, ja. Das ist ja nicht feierlich. Oh, ich glaube, der kommt her. Na klar, kommt er her. Tschüss. Ach, diese dämliche Stange. Ich will nach Hause. Ich lag ring. Wieso bin ich nicht überrascht? So, jetzt guck ich noch in der Bude drin, wenn ich schon hier bin. Das alles bloß. Wär vielleicht mit dem Fahrrad nicht passiert. Vielleicht Kartoffelbrei. Ach, oder diese Enttäuschung hier. Los, Mobby. Na, gucke. Split. Oder Zement, oder was es ist. Nehmen wir mit. Ein Friedfisch. Jetzt hab ich hier doch keinen Platz. Weg mit dem Lappen. Aber ich hab keinen Schraubendreher. Egal, Friedfisch nehmen wir mit. Ein Friedfisch der Größe. Ein Bleiblättchen. Alles in allem ist der Spot eine Enttäuschung, ne? Weil ich halt nicht in die Kisten reinkomme, da die Truhen. Und damit meine ich natürlich Schränke. Fädchen! Jetzt ist die Nadel da draußen. Ich werf schon jetzt weg. Die Lampe. Draußen ist doch bestimmt noch eine Puppe. Ich warte, bis der Depp hier wieder vorbeilatscht. Ich hau jetzt ab. Ich will jetzt weg. Wir sind bald, ich will nach Hause. Und wir haben es noch so weit. Mommy, Daddy. Halt's Maul. Ach, da hält jetzt schon an, ich wollte was saufen. Aber komisch, überhaupt keine Puppies hier, hä? Aber ich glaube, das reicht uns irre, ja. Ist denn darum?
Weihnachtsmann-Gedöns, ja, lecke mich doch fett, willst du mich verarschen? Weißt du, eine Puppe, da kannst du wenigstens eine Nadel draus machen. Ja komm, der Onkel will Rohr verlegen, du blöde Sau. Ja, nee, ist klar. Das nehmen wir uns mit. Ja, lass das liegen. Wir nehmen, ich brauche Werkzeugkisten. Nützt da nicht. Ach, der kann doch nicht mal bei den Koffer zuschlagen. Das hat, nee, ein Spaten. Hammer, Spaten ist für mich alles. Schmeckt alles wie Hühnchen. Wir schreiben, Dreher. Legen wir doch den Mops rund. Eine Axt, meine ist besser. Die ich mir aus Stein und Stock zusammengekloppt habe. Soll ich mir als Hersteller mal eine Platte machen. Was schabt denn hier so grasig? Dein Kopf zu, Natur. Du machst mir an. Guck das an hier, die dummen Fische hier, wie sie rumspritzen. Diese knochenharten Scheißböte wieder. Man packt das hier rein, macht gar keinen Sinn. Trinken, ja, komm hier, trink das Boot. Hast du Durst? Das ist wieder eine Odyssee, hä? Unglaublich. Ich werd ja nicht fertig, ich komm nicht weg. Mach den Motor an! Mobi! Du sollst... Weißt du, Mobi? Ich schick dich gleich zurück in den Märchenwald, ja. Drive! So, wir sind da. Alten Steg, fahren wir nicht. Zum Glück können wir ja gut klettern. Meine Füße sind klatschnass. Hauptsache wir meckern nochmal, bevor wir aussteigen, ne? Das ist hier vor. Meine Werkzeugkisten. Jetzt müssen wir doch wieder hier gucken. Jetzt müssen wir doch wieder neu hupen. Ne, wieso kann. Der hat die doch gerade vorhin aufgenommen. Ach, die war zu schwer wahrscheinlich, hä? Die 21 kann er noch nehmen. Ja, jetzt kommt der fleißige Handwerker. Wir können den blöden Puppen hier nicht aus dem Weg gehen. Vielleicht findet man ein Auto. Das klebst ja wohl selber nicht. Was ist denn jetzt fünfmal Fahrrad? Ja, hier ist eine fette Kuh. Da können wir auch hinreiten. Ich kann mich ja nicht vorbeischleichen, ich bin dick. Oh. Geh weg. Mann! Oh, der hat mich. Nee, der hat mich nicht. Keks, du bist. Oh, die Klöte. Mach ein Fleischspieß drauf. Alter, was ist denn das für eine Kacke hier mit dem Spieß? Was ist denn das? Das ist ein Koffer vom Maul. Ich koffer dir ein. Bitte, Bubi. Er hat die Puppis nur so hoch eingestellt, hä? Ich verlasse gleich den Server. Da durch die Ritze kommst du nicht, oder was? Aber hier rüberklettern, das ist genau deine Baustelle, oder wie? Das gibt doch keine Jauche ab. Der Fahrrad? Schnelle Fahrrad! Fahrrad! Nein! Wir gehen in dieses Boot! Ich brauche jetzt kein Boot, ich brauche ein Auto. Puppies. Ey, sonst ist ja immer eine Leica, hä, und andere Würstchen. Da stand immer eine Leica und die Boote und hinten noch ein kaputter Wolle. Und früher waren die Zeiten einfacher. Oh, guck mal, oh, Dingsbums hier, Mobi. Hier, gucke. Gucke da und siehe, da war nichts. Oh, hier muss was abbrechen, bis man mal hier ein bisschen von diesem Fries hier bekommt. Der arme Möppi, und wir müssen ja noch heme. Das ist ja auch noch ein Weg. Was ist denn das für ein Brokkoli? Ich sehe doch, dass da einer liegt. Ein Rucksack wäre schön.
Aber ich will ja nicht jammern. Einen kleinen Rucksack wenigstens, komm. Ich find Wanderstiefelschuhe. Ja. Als ob das Spiel sagt, du musst eh Himmel laufen, ich geb dir kein Auto. Du Vogel. Aber ich könnte jetzt, ach, siehst du hier, Puppi platt machen. Und Nadel und so. Das öffnet jetzt hier auf dem Weg nach Hause. Gehörschutz, ja, weil die Axt so laut ist. Weg nach Hause, da kommt mir ein Wolf entgegen oder so ein anderes Viehzeug. Der mir nimmt ein Göfferchen. Jetzt rennt er mit dem Koffer rum. Und dem Speer. Und der Axt. Und ohne Fahrrad. Und ohne Motorrad. Ich gehe ja dafür, ich gehe ja richtig schlecht mit dem ganzen Zeugs um, ne? Erst bricht man sich tagelang hin ab, um überhaupt ein Fahrzeug zu finden. Und was mache ich? Hier, ne? Die ganze Zeit das Gamepad auch noch zwischen meinen heißen Schenkeln. Ich habe gar kein Fahrzeug, womit ich das steuern könnte. Jetzt renne ich wie so ein Depp mit dem Werkzeugkoffer, diesem dämlichen Kacksperr und der Axt dorthin, wo es immer schön ins Maul gibt. Da. Wie die den Koffer trägt, hä? Die lachen stumm. Die lachen stumm so rum. Immerhin, ich komme mit einem neuen Auto nach Hause, wo natürlich auch wieder die Fahrertür fehlt. Klamotten weg, Auto gefunden. Scheiß Deal. Und Benzin ist fast runter. Läuft. Jetzt fahr, ich habe kein Geld. Meine Geldkarte ist weg. Meine Goldkarte ist weg. Alles ist weg. Was, das ist ein Mist. Jetzt hab ich gar keine Geldkarte, jetzt muss ich mir eine neue holen. So, jetzt gibt's erstmal den hässlichen Rinder ein Döppel, ja. Nehmen wir auch mit. Ein Rucksack! Ist das so ein Zufall? Geh weg. Du hässliche Schuh. Hässlicher Schuh. Was ist denn mit dem Scheiß verkaufen? Guck dir das an hier, da kam noch Geld. Wie lang? Der Kompass bräuchte unsere Mission und ich. Wir sind so platt. Es ist unfassbar. Jetzt müsst ihr sehen. Hier kommt aber der Brunnen voll. Davon bist du morgen gar nicht mehr. Jetzt pinkelt er auf die Treppe. Meine Füße sind das. Erstaunlich, wie er durch die Tasche durchsieht. Naja. Man kann's oder man kann's sehen. Moppy kann's. Moppy will's wissen. Es lief heute beschissen. Ja, genau das wollte ich nicht. Genau deswegen hab ich die Bude hier aufgemacht. Junge. Und rein. Und rein. Und rein. So. Jetzt machen wir hier zu. Wir haben gegessen. Wir haben getrunken. Wir brauchen noch ein Stück Schrott. Und den Schrott holen wir uns dann an der Neville Base. Natürlich ohne Waffen. Wir schwimmen hin mit vollem Rucksack. Da können wir gleich wieder neu anfangen. Nee, natürlich machen wir das nicht. Ich lege den jetzt her. Er hat halt so viel Aua gekriegt, da brauche ich jetzt erstmal eine Ruhepause, ne? Ja, dann würde ich mal sagen, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.